In den Sommermonaten bietet der Kletterhafen Merz sich neben anderen Events Klettern im Dunkeln an. Beim Nachtklettern wird jeden ab einem Alter von 8 Jahren bei 10 Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden viel geboten. Man kann entweder auf dem Boden unten klettern oder bis hoch 22 Meter Höhe. Und bei unserem Sicherungssystem, das von Bornag ist, ist ein SSB-Sicherungssystem, ist es so, man kann sich bei uns auch nicht aushängen. Das heißt, man ist immer mit einem Karabiner gesichert, egal was ist. Das macht es einfach möglich, dass man selbst in der Höhe eben sicher unterwegs ist und ja, ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Weit über 100 Kletterbegeisterte aus der Großregion nahmen bei diesem Event vom Kletterhafen Merzig teil. Also ich habe es im Taglicht habe ich schon gemacht, aber so nachts ist etwas Neues, neue Erfahrung. Wir kommen ja aus Luxemburg in die Großregion, das ist gut. Also bei uns in Luxemburg gibt es das nicht. Nachts klettern, das gibt es noch nicht. Die Stimmung ist geil, das Wetter perfekt. Wir stehen hier immer noch im T-Shirt und ja, war viel los. Muss man sagen, war richtig gut für uns jetzt und die Leute scheinen Spaß zu haben und es ist auch nochmal ein ganz anderes Feeling als tagsüber, finde ich. Also mir gefällt es sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit heute.